Mahlzeit, Freunde. Dali hat eine neue BMS-Serie rausgebracht. Die ist, glaube ich, schon ein bisschen länger draußen. Oder neue Version. Und hat da jetzt auch irgendwie Serienunterteilungen gemacht. Habe ich noch nicht ganz verstanden. Den einzigen Unterschied, den ich gesehen habe, ist irgendwie, dass quasi bis 100 Ampere-Stunden die K-Serie ist. Das ist jetzt quasi eine K-Serie. Dann hätten wir von 100 bis 200 ist wohl eine Serie und dann alles über 200 ist irgendwie nochmal eine Serie. Keine Ahnung, größerer Unterschied habe ich da nicht gesehen. Was interessant war, Dali hat ein BMS rausgebracht, was erlaubt, dass man das quasi auch als Starterbatterie benutzen kann. Ich mal gucken, ob ich so ein Ding mal bestelle. Da gibt es dann irgendwie einen Knopf, den man drücken kann. Dann werden quasi die Sachen da drin ausgehebelt und dann hätte man irgendwie eine Minute Zeit, um halt richtig Strom aus der Batterie zu ziehen. Ist natürlich die Frage, ob Lithiumzellen das dann so aushalten. Ist aber immer halt ein kurzer Strom. Eigentlich müssten die das wegstecken. Wird garantiert auf die Lebenszeit gehen, aber naja, muss man halt gucken, ne? Eine Autobatterie, um sowas dann nochmal zu bauen. Naja, anderes Thema. Eigentlich hätte ich gar kein neues BMS gekauft. Ist halt dem geschuldet, da eine Bekannte Ärger mit ihrem Stromsetup hat. Und ich glaube, das BMS bei ihr ist hin. Aber es ist halt schwer zu sagen, weil es war nicht wirklich greifbar, wo das Problem ist. Da die aber auf Durchreise ist und quasi nur einen Tag hat, habe ich gedacht, komm, ich bestelle einfach mal eins. Können wir jetzt gleich nochmal kurz rumspielen, bevor es weg ist. Falls das nämlich doch ist, dann stehen wir nämlich sonst doof da. So habe ich es da. Warum ich eigentlich keine neuen aktuell gekauft hatte, ist, weil ja, die sammeln sich bei mir an. Also eigentlich kann ich die vier Generationen hier einmal nachbilden. Erste Generation, ich glaube, das kennt so fast gar keiner. Da ist das noch so richtig offen, da sieht man noch die Platine und alles. Das war mein erstes BMS, was ich auch in der Batterie drin hatte. Da musste man für Bluetooth, war ganz interessant, musste man so einen WeChat runterladen. Da konnte man dann irgendwie auch Apps oder eine Applikation drin starten so. Und dann konnte ich mich damit verbinden. So super umständlich, ohne Internet, gar keine Chance gehabt, hier irgendwie was zu machen. Funktioniert aber noch, ist aber halt auch nicht wasserdicht. Dann kam halt auch die zweite Generation raus. Ist zwar jetzt ein 8S, aber zweite Generation, die sahen dann so aus. Wasserdicht, ja, Bluetooth, kamen noch ein paar Sachen dazu mit dem Monitor. Das war noch, die zweite Generation war noch. Das eine hat da funktioniert, das andere hat mal da funktioniert. War halt. Ja. Alle, die ein Dali BMS hatte, die kennen die Problematik. Mittlerweile hat sich das eigentlich ziemlich geregelt, wenn man die Sachen direkt dazu bestellt hat. Dritte Generation. War ein Fehlkauf. Aber habe ich da. Es geht eigentlich um das kleine Ding hier. Dritte Generation hat einen Lüfter. Oder. Dann gab es halt welche auch mit Lüfter für BMS, die wirklich die ganze Zeit irgendwie an Leistungsgrenze oder an sehr warmen Orten die ganze Zeit betrieben werden, wo immer Dampf durchgeht. Da haben sie sich gedacht, wir machen jetzt nochmal eine Kühlung extra drauf. Das ist jetzt halt ein ganz kleines, deswegen ist hier nur dieser kleine Lüfter, aber es gibt dann halt welche, wo hier oben wirklich ein großer Lüfter drauf ist. Das war quasi die dritte Generation. Und jetzt kommen wir zur vierten Generation. Und das ist das Schnieke-Teil. Und was interessant ist, das hier ist jetzt eins für, was für 100 Ampere ausgelegt ist. Ist zwar ein 8S, aber das 8S mit 80 Ampere ist genauso groß wie das mit dem 4S. 4S. Es ist einfach mal winzig dagegen. Es ist eigentlich fast genauso groß wie das 40er, was ich da habe. Also Wahnsinn. Was sich auch geändert hat bei der vierten Generation, sind die ganzen Anschlüsse. Wir haben jetzt hier, ich glaube, ich mache das mal anders. Auf jeden Fall, hier haben wir ja diese Mikrostecker auf jeden Fall. Mikrostecker und ich glaube, das ist nochmal eine Generation kleiner. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie die heißen. Und was ich ganz witzig fand, ich habe mir das so angeguckt und habe mir gedacht, ey, guck mal, zwei Temperatursensoren. Also zwei sind hier dran, zwei. Hatte das dann erstmal weggelegt und saß dann gestern Abend wieder davor. Hatte das nochmal in der Hand, weil hier sind ja die Kabel ab. Die sind hier separat. Die kann man jetzt hier separat dran schrauben, also auch ändern. Finde ich auch ganz nett gemacht.
und hatte wieder die Temperatursensoren. Da habe ich gesagt, oh, die sind aber winzig. Und ich habe es erst gar nicht gerafft, aber es sind 4 Temperatursensoren jetzt mittlerweile dabei. Das heißt, wir können jede Zelle einzeln absichern. Streiten sich jetzt die Geister, ob das Sinn macht oder nicht. Eigentlich ist das geil, wenn man jede Zelle die Temperatur überwachen kann, weil gerade wenn eine Zelle einen Weg hat, würde man es auch an den Temperaturanstieg, wenn die extrem warm wird gegenüber den anderen, sehen. Ist bei Lithium-Eisenphosphat mir nicht bekannt, dass es da große Temperaturunterschiede gibt. Da können ja andere Leute auch mal berichten. Also ich habe es zumindest noch nicht festgestellt. Ich kenne es eher so bei Lithium-Polymer-Akkus oder sowas, dass wenn die einen weg haben, dass die dann viel wärmer werden. Da ist sowas auf jeden Fall interessant. Das BMS kann man ja dementsprechend auch konfigurieren, dass sowas damit auch gehen würde. Aber ich baue das ganze Ding mal zusammen und dann seht ihr das Teil auch im Nahen. So, ich habe mal soweit schon mal alles vorbereitet. Hier unsere Lithiumzellen. Sieht ein bisschen wild aus für die Leute, die den BMS noch nicht angeschlossen haben. Eigentlich relativ easy. Damit die 4 Pole. Minus, erste Zelle, zweite Zelle, dritte Zelle, vierte Zelle. Quasi durchmessen 3, 6, 9, 12 quasi. Dann passt es durch angeschlossen B minus an die Batterie. Und dann kommt das Balancer-Kabel rein. Ich habe es jetzt noch nicht angeschlossen gehabt, einfach um zu zeigen, wie es hier aussieht. Das Bluetooth-Modul hat sich auch geändert. Es gibt auch jetzt ein Bluetooth-Modul mit WLAN, womit man das dann in den Router einbinden kann. Und dann könnte man von unterwegs aus seine Batterie checken. Auch ein ganz nettes Feature habe ich nicht. Ich glaube, ich werde nochmal ein ganzes Set von allem bestellen mit allen Möglichkeiten, die es aber auch gibt. Weil es gibt ja mittlerweile auch Displays und hast du nicht gesehen. Wir klemmen es einmal an. Balancer-Kabel. Und auch neu, wir haben eine Statuslampe. Finde ich auch ganz nett. Ist mir bis dato noch nicht aufgefallen. Nur jetzt gerade, wo ich es hier so liegen hatte, habe ich mir gedacht, das sieht aus wie ein Lämpchen. Aber jetzt blinkt es hier aktiv. Interessant zu sehen. Bluetooth gucken wir jetzt gleich mal drauf. Wir gehen mal kurz auf Anschlussmöglichkeiten ein, weil wir haben nämlich, da gibt es auch direkt einen Schaltplan mit zu, wie das belegt ist. Ist in der Anschreibung. Ist in der Bedienungsanleitung mit drinnen. Da steht dann nochmal, wo ja was, wie ja was gepolt ist hier unten. Aber NTCA und NTCB haben wir hier für die Temperatursensoren. Die sind auch direkt fest drin gewesen. Wir haben ja UAT1 und auf der anderen Seite haben wir auch nochmal ein UAT2. Da könnt ihr das Bluetooth-Modul hier oder dort anschließen, ist egal. Also alles, was auf die UATs geht, ist auf beiden Seiten jetzt machbar. Also ihr könnt zwei verschiedene Sachen anschließen oder auch wenn ihr wollt, zweimal Bluetooth, was keinen Sinn macht, aber es würde gehen. Dann haben wir hier einen CAN-Port oder auch RS-485, je nachdem, was man da braucht. Ist jetzt komplett immer direkt fertig. Dann haben wir hier noch einen Key. Das ist nicht mehr wieder mit zwei Polen und fertig. Da könnt ihr noch einen Knopf irgendwie dran machen. Da gibt es mittlerweile auch eine feste Belegung. Und dann nochmal ein DIO-Anschlussport. Da könnt ihr zum Beispiel die Heizplatte, die Heizfunktion, deswegen werde ich das wahrscheinlich nochmal alles bestellen, anschließen. Da gibt es noch ein extra Board, ich glaube Heizplatte und noch irgendwas, aber fällt mir jetzt nicht ein. Auf jeden Fall haben wir jetzt jede Menge Anschlussmöglichkeiten, die wir hier noch dran machen können. So, ich habe hier einmal die App. Ich werde direkt mal eine Videoaufnahme starten. Ich habe ja einmal die App und ja, lokale Überwachung. Also will er noch meine Batterie. Das ist ein bisschen nervig geworden, dass man hier die Batterien. Ich will dich rauswerfen. Los, machen Minus. Einfach, wir haben nur eine. Hier ist die Bezeichnung. Alles klar. Wir verbinden uns mal damit. Und okay, 25 Ampere Stunden. Also ich habe noch nichts gemacht. Das ist quasi Erststart. Wir sehen ja 4 Temperatursensoren. Zweimal. Es kann sogar sein, wir haben ja zwei Temperatursensoren, die hier liegen und hier. Hier unten ist eine Heizung. Die scheinen ziemlich genau zu sein. Ich nehme jetzt hier gerade mal zwei in der Hand, mal gucken, was passiert. Und ja, die näher zur Heizung sind, sind sogar wärmer. Also die scheinen echt genau zu sein. Also insgesamt sogar 5 Temperaturen, wenn wir das sehen. Wir können auch im BMS die Temperatur mittlerweile sehen. Das ging bei älteren Modellen noch nicht. Dann haben wir hier die Batterien. Zellendrift, ja, wir haben ja jetzt hier nichts ausgerichtet. Die sind einfach nur angeschlossen worden und
Nett. Wir haben hier unten, ah, wir haben jetzt mehr Informationen als vorher. Batterieseriennummer, Softwareversion, das hat sich auch geändert. Und da eben nochmal ein SN-Code, keine Ahnung wofür. Hat sich auf jeden Fall geändert gegenüber den alten Interfaces oder den alten BMS. Mal interessant zu sehen. Aktivbalancer geht natürlich nicht. Apropos Balancer. Die hier können jetzt nicht nur 30 mA balancieren, sondern die machen 100 mA. Ist immer noch nicht die Welt, reicht aber aus. Also ich bin in meinem Camper mit 30 mA ohne Probleme hingekommen. Parametereinstellungen. Wir sehen aktuell noch nichts, weil, ah, da kommen sie, die Werte. Müssten wir jetzt halt noch entsprechend einstellen. Das werde ich jetzt gleich mal machen. Amperestunden etc. Oh, da hat sich nichts geändert. Das hat sich auch nicht geändert. Die Temperaturen. Was auch ja neu ist, die App ist standardmäßig nur noch in Englisch. Früher gab es ja Übersetzungen, da gab es Probleme. Wir können den Device-Namen ändern. Das ist doch mal. Das ist neu. Das probieren wir mal aus. Ich denke, wir dürfen nicht auseinanderschreiben. Dann machen wir es mal so und sagen Set. Verbindung unterbrochen, ist klar. Oh. Wir können endlich den Namen ändern. Ah, da bin ich. Der hat jetzt einen Moment gebraucht. Aber wir können den Namen ändern. Finde ich schon mal nett, dass das mittlerweile geht. Ich versuche mal Parameter. Jetzt möchte der wahrscheinlich auch ein Kennwort haben. Kennwort müsste wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6 sein. Hat er gemacht. Ich habe das Gefühl, das ist alles ein bisschen flotter. So, wir stellen es direkt mal ein. Also wir gehen mal nicht ganz an die Untergrenze. 2,7. So ein bisschen Puffer lasse ich gerne mal. Interessant ist auch, dass wir das auch mit. Früher war es halt so, dass anhand der Zellenspannung automatisch die maximale Ladespannung hier eingestellt ist. Das heißt, wir könnten hier rein theoretisch auch 3,75 einstellen, was halt eigentlich nicht so geil ist, und trotzdem sagen maximal 14,4. Das machen wir jetzt. 14,6 war Maximum, 14,4 reicht vollkommen aus. Unterspannung können wir dann sagen, schalt bei 11 Volt ab. Oder halt bei Zellenspannung 2,5. So haben wir noch ein bisschen Luft. Zelldrift können wir so lassen. Es soll eigentlich ein 50er zum Schaden sein. Finde ich Spitze 150. Finde ich hoch, aber okay. Werden wir nie ankommen. Ich reduziere es einfach mal auf 80. Zellen, die Batterie, worum es geht, hat 93 Amperestunden. Das heißt eigentlich 1C-Belastung, wir gehen aber trotzdem einfach mal auf 100, das reicht dann. Da sind wir immer noch drüber, das reicht dann. Da sind auch nicht die großen Belastungen bei dem Setup. Amperestunden, wie gesagt, sind 93. Da machen wir nichts. Temperatur stellen wir auch mal kurz ein. Maximal Zellentemperatur-Drift, also sprich, ob zwischen Zelle 1 und 2 ein Riesenunterschied ist, dann schaltet das BMS auch weg. MOS-Temperatur nur 50 Grad. Also wenn es höher wird, schaltet der wieso weg. Also wenn die Zellen 60 haben, dann wird auf jeden Fall wegen dem MOS auf jeden Fall abgeschaltet werden. Also das sind ja quasi die MOSFETs, die dann verbaut sind, also vom BMS die Temperatur. So, interessant wäre, können wir das Kennwort ändern? Wir können ein Upgrade mittlerweile auch machen. Das geht bei der neuen Generation. Da kriegt man halt von dem Store eine Nummer, die gibt man hier ein und dann kann man es quasi über die App aktualisieren. Firmware-Version 2.1.22. Das ist jetzt auch wieder neu, steht hier vorne auch. Habe ich nicht drauf geachtet. Nee, hier stehen auch nochmal. Wir haben es mittlerweile vier Nummern, also die scheinen ein bisschen mehr aufgeräumt zu haben. Haben wir eine Heizung dran, könnten wir diese anschließen. Optional Funktion, Peak Checker bewirbt. Ob das angeschlossen ist. Also er sagt auch, ist das überhaupt möglich? Kann man das überhaupt benutzen? Hier ist diese One-Click Strong Start. Das ist für das BMS, was auch ein Auto starten kann. Also womit man auch höhere Ströme dann zulassen kann. Für 60 Sekunden habe ich gelesen.
Zeilengriff-System, Reset-Passwort. Reset-Passwort, würde ich sagen, können wir unser Kennwort ändern. Wir machen mal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ein neues Passwort ein. 6, 5, 4, 3, 2. Machen wir es einfach mal andersrum. Wir sagen jetzt hier ausführen. Passwort erfolgreich gesetzt. Ich gehe mal aus der App komplett raus. So, App neu gestartet. Das heißt, wir machen jetzt einen neuen Verbindungsversuch. Und wir gucken. Bitte Passwort eingeben. Jetzt kommt es direkt beim ersten Mal. Interessant. 6 und 4, 3, 2, 1. Wir haben es ja geändert. Und wir können in die Parameter gucken. Ah, solange wir es noch nicht geändert haben, können wir auch. Okay, weil wahrscheinlich standardmäßig von der App 1, 2, 3, 4, 5, 6 ausgewählt wird. Das angucken, aber sobald wir es geändert haben, kann keiner mehr reingucken. Außer die Vorderseite, die geht anscheinend, aber da kann man ja auch noch nichts verstellen. Eigentlich ganz cool. Ich habe jetzt mal das Labornetz hier angeschlossen, einfach um zu gucken, ab wann das BMS jetzt anfängt zu erkennen, welcher Strom hier reinfließt. Ich weiß, bei den alten war es erst 2 Ampere standardmäßig, das konnte man unter je nachdem, welche Software man dann hat, ändern. Ich weiß nicht, ob es bei der Version noch genauso ist. Also wir haben jetzt 1 Ampere. Es wird nichts angezeigt. Wobei die Lampe blinkt, als ob er den Strom erkennt, aber er zeigt halt nichts an. Ich mach mal kurz runter. Interessant, ne? Also null Ladestrom. Ich habe jetzt leider keine Messzange. Es ist null Ladestrom da. Ich habe jetzt 500 Milliampere. Da ist nichts. Bei 700. Ne, es war Zufall, das Blinken. Ah, 800 Milliampere. Und das BMS blinkt quasi die ganze Zeit. Ach, jetzt sehen wir auch hier 1,3 Ampere. Ja, es ist ein bisschen daneben. Ich gehe mal auf 1 Ampere. Bleibt immer noch bei. Ab 1 Ampere jetzt. Also. Ich weiß nicht, warum es gerade nicht in der App angezeigt worden ist, aber wir haben ja gesehen, hier hat es funktioniert. Ja, schon mal besser als vorher. Ab 2 Ampere wird es relativ genau. Wir haben hier genau 2 Ampere. Hier sagt die App jetzt 1,9. Wer mein Video dazu mal gesehen hat, der müsste das sehen, dass ich sage, alles da, also drunter wird ungenau. Da du, wenn es höhere Ströme sind, passt es eigentlich relativ gut. Aber cool, eine Statuslampe nicht verkehrt. Ach, eine Zelle hat hier auf voll gesagt und das BMS sagt deswegen gleich, alles klar, wir sind voll. Was ich hier noch angeschlossen habe, ich wollte mal testen, ob diese Lampe sich ändert, wenn man hier Strom entnimmt. Habe ich nämlich noch nicht gemacht. Ich nehme jetzt hier einfach mal Strom raus und wir gucken mal, was hier passiert. Sie blinkt ein bisschen schneller. Also langsam blinken ist anscheinend. Ich kann aber ein bisschen Gas geben. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht. Langsam blinken scheint Entnahme zu sein, schnelles Blinken ist dann Laden und ja, und dann zwischendurch blinken ist halt, dass das BMS aktiv ist. Das macht eigentlich keinen Unterschied, ob ich jetzt mehr Strom nehme. Also 11 Ampere entnehme ich und die App zeigt auch 11 an. Also das ist mittlerweile ziemlich genau geworden. Ich hoffe, man kann es hier irgendwie ein bisschen sehen. Das ist schon echt gut. Also okay, blinken ist halt echt nur Entnahme oder nicht, sonst blinkt es halt ganz selten. Gut zu wissen. Ja, ich hoffe, dem einen oder anderen, der weiß jetzt so ein bisschen Bescheid, was mittlerweile geht, finde ich ganz gut. Warum unbedingt DALI oder warum nicht einen anderen Hersteller? Ich habe mich damals für DALI entschieden, weil es halt auch dieses wasserdichte Gehäuse gab, gerade wenn man im Eigenbau ist, meistens so ein Campervan. Feuchtigkeit und sowas, da hat man hier schon Ruhe. Bei den anderen Herstellern ist es halt alles offen, kann Wasser eindringen, Feuchtigkeit und hier die Dinger sind halt wasserdicht. Das war eigentlich so damals der Hauptgrund, warum ich eigentlich so ein DALI dann noch hatte. Das erste DALI, was ich hatte, ja, ist klar, das hatte es noch nicht.
Aber das war halt nachher, weil halt ein Schutz schon um die Platine war. Bei der anderen war die Platine schon so greifbar und da habe ich mir gedacht, wenn da was drauf fällt und hier ist halt robust. Ne? Das ist halt der Grund, warum ich damals ein Dali habe. JPD, die einen sagen, ja, super, besser als Dali. Da lief es wohl bei denen besser. Bis jetzt war meine JPD-Erfahrung nicht so gut. Also gerade Bluetooth-Verbindung, das hat hier bei dem eigentlich immer funktioniert. Außer das BMS hatte irgendwie einen weg. Die ersten Versionen, doch, Verbindung hat eigentlich immer geklappt. Halt war halt nur so Sachen wie Passwort ändern und sowas, aber das hatten irgendwie alle Hersteller, dass das am Anfang mal nicht geht. Mittlerweile geht das alles super schnell mittlerweile auch. Cool ist auch, dass man diesen Dongle hier ersetzen kann gegen einen WLAN-Dongle. Falls man in seinem, wo auch immer, man eine Batterie baut, da auch Internet hat, kann man es dann per Cloud über die App auch dann einbinden. Werde ich wahrscheinlich mir mal dann besorgen. Das heißt, es wird auf jeden Fall nochmal ein Video dazu geben. Dass, wenn das BMS hier jetzt weggeht, dann könnte es sein, dass es ein bisschen dauert. Aber dann werde ich halt nochmal neues BMS und alles bestellen. Und dann machen wir mal so ein Video mit sämtlichen Kram, den es dazu gibt. Wird bestimmt cool. Achso, JKEY BMS gibt es ja auch mit Aktivbalancer. Da hat Dali ja mittlerweile auch einen Aktivbalancer rausgebracht, oder schon länger. Also nicht im BMS separat. Finde ich auch nicht verkehrt. Hatten wir festgestellt, dass bei 60 Grad das Ding quasi ausgeht. Ist aber auch nicht so schlimm. Zellen, die mal weggedriftet sind, die brauchen eigentlich nicht lang. Da ist das Ding maximal 10 Minuten dran und dann sind die eigentlich wieder da, wo sie sein sollte. Man stellt ja eine Batterie hin, die in Ordnung ist. Versucht damit nicht eine Batterie, die komplett außer Waage ist, wieder hinzurichten. Das ist ja immer nur für zwischendurch mal, wenn man eine Zelle hat, die ein bisschen schlechter ist, um das ein bisschen nachzuziehen. Deswegen reichen in der Regel auch diese Passivbalancer. Ich glaube, JPD hat auch 100 mA. Gibt, glaube ich, auch welche mit 200. Da gibt es auch Unterschiede. Wie gesagt, 30 haben bei mir gereicht bis jetzt. Damit verabschiede ich mich von dem Video. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie gerne mal stellen. Vielleicht kann ich sie direkt beantworten. Ihr könnt auch mal eure Erfahrungen in die Kommentare schreiben, welches BMS ihr benutzt und wenn ihr damit Ärger habt oder ob ihr gerade, wenn ihr schon beide benutzt habt oder zwei verschiedene oder vielleicht sogar drei, wo ihr mit die besten Erfahrungen gemacht habt. Also hiermit bin ich jetzt echt sehr positiv überrascht. Da hat Dali ganz schön nachgelegt, dass das so geil mittlerweile läuft. Kenne ich eigentlich nur von den JKEY BMS, wo es andere Probleme aktuell meiner Meinung nach irgendwie noch, oder wie ich festgestellt habe, gibt, was ich von Dali bis jetzt so noch nicht kannte. Also bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, ein Like und ein Abo nicht vergessen.